Hallo meine Lieben und welcome back bei mir. Mein Name ist Steffi und ich bin unabhängige Sensi-Beraterin. Herzlich willkommen aus dem Krankenlager Eggmüller. Die Lage ist unverändert. Also was heißt unverändert? Also ich bin meine Geruchs- und Geschmacksnerven nicht komplett los. Das Einzige, was ich jetzt habe, ist der blöde Husten. Und der geht halt ein bisschen auf die Luft. Also, ich muss schon immer gucken, dass mein Hals immer schön Flüssigkeit kriegt, dass es nicht gar so schlimm ist. Deswegen, ich höre mich immer an, wie wenn ich einen 100-Meter-Lauf gemacht habe. Ja, genau das. Also, Luft ist echt. Und als Raucher ist es ja dann noch ein bisschen schlimmer, ne? Aber trotzdem, Kaffee muss sein. Kaffee muss sein. Das Einzige, was halt echt ist, meine Stimme ist total beschlagen. Und ich muss echt ein bisschen aufpassen immer. Also ich habe die letzten 2 Tage wirklich damit verbracht, zu liegen. Außer gestern Vormittag habe ich wie eine Geisteskranke, also wirklich wie eine Geisteskranke, ich habe mein komplettes Erdgeschoss geputzt. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich mich dann Nachmittag hinlegen konnte, weil ich kann mich nicht hinlegen, wenn ich weiß, es schaut um mich rum aus, wie wenn eine Bombe eingeschlagen hätte. Und ja, habe echt mega viel geschafft und habe mich dann auch wirklich Nachmittag echt schön hingeschmissen, geschlafen. Und dann abends habe ich dann noch mal ein Erkältungsbad gemacht. Das mache ich dann heute auch noch mal. Mein Wick habe ich natürlich vergessen zu kaufen, aber ich hoffe, das geht auch ohne. Und ansonsten muss ich es mir halt nochmal holen. Also das mit der Luft ist echt übel, ne? Also das ist echt übel. Ich habe jetzt auch mal beschlossen, was heißt, ich habe beschlossen, ich habe beschlossen. Gott, ich habe, glaube ich, Grippedemenz. Also Grippedemenz, ohne Scheiß. Also, nee. Ich habe beschlossen, jetzt trotzdem heute dieses Video zu machen, weil es geht mir schon ab. Also, mir ist auch wirklich der Freaky Friday abgegangen, aber ich hätte wirklich nicht die Luft gehabt. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt die Luft habe. Ja, also der Husten ist. Der Husten geht eigentlich tagsüber. Und deswegen werde ich mir jetzt da schnell. Ich habe mir doch meine. Ich habe hier mein komplettes Krankenlager dabei. Ich habe so extra Lutschpastillen, also nicht Neo und Angino oder so eine Scheiße, weil davon wird meine ganze Kusche taub. Das sind so Orangenlutschtabletten. Und dann geht's eigentlich mit dem Husten, weil dann. Ja, ihr wisst, was ich meine. ja, es ist wirklich. Die Zeit rennt. Wir haben aktuell strahlend blauen Himmel, Sonnenschein. Es ist windig. Es liegt kein Fünkchen Schnee mehr. Also ohne Scheiß, ich habe es gesagt, wenn ich am Heiligabend nicht aufwacht und ich habe Schnee oder es schneit im Laufe des Tages noch am 24., dann bin ich nächstes Jahr definitiv am Heiligabend in Österreich irgendwo auf einer Hütte. Weil, nee, das mache ich nicht mehr mit. Also ich habe es meiner besseren Hälfte angedroht. Also ich habe es ihm gesagt, sag ich schwöre dir, sag ich, wenn ich dieses Jahr Weihnachten keinen Schnee habe, bin ich nächstes Jahr in Österreich. Definitiv. Berge, Schnee. So. Der Baum ist echt toll. Ich habe auch trotzdem, weil am Sonntag war ja noch alles tutti, habe ich
natürlich wieder einiges in die Lampen gehabt. Also bei mir läuft momentan seit gestern früh im Wohnzimmer, also unmittelbar hinter mir, mein Diffuser mit Eukalyptusöl. Also mich wundert es, dass meine bessere Hälfte noch nichts gesagt hat, weil der hasst Eukalyptusgeruch. Aber er hat wahrscheinlich Nachsehen, weil ich krank bin. Also darf ich. Ich hatte drinnen den Winterberry Apple Tea. Ich weiß jetzt nicht, ob ich. Naja, natürlich das. Honig, Apfel, Wintertee, Zimt, also Gewürze. Also die riechen echt so wie die Glühwein-Bonbons, die du jetzt momentan auf dem Weihnachtsmarkt kaufen kannst. Ein richtig schöner Weihnachtsduft. Wir haben drin: Wintertee erwärmt sich an Preiselbeere, Apfel und Honig. Dann hatte ich drin, ich war extra ein bisschen vorsichtig, weil der ja echt heftig ist, der Marshmallow Mint Cocoa. Oh ja, Pfefferminze, ich rieche Pfefferminze. Und zwar riecht er so wie diese weiß-rosanen Pfefferminztaler, die es in so einer Tüte immer zu kaufen gibt. Und zwar sind die innen drin mit Kakao gefüllt. Und dieses weiße und rosane außenrum ist so eine Pfefferminzglasur. Und so riecht der. Oh. Machen Sie es sich mit einer Tasse heiße Schokolade gemütlich, während luftiger Marshmallow und Pfefferminze über einer reichen Schicht cremigen Kakao schweben. Der ist echt richtig, richtig geil. Dann hatte ich drin den Welcome Home, den ich von meiner lieben Angie gekriegt habe. Ah, ja, und der ist auch mein Fall. Zimt, Zimt, Zimt. Ach, wir hatten die schon mal. Glaube auch, es waren Zimt und Gewürze. Kann das sein? Ich hab die Ding jetzt nicht und ich habe jetzt echt auch nicht die Muse. Jetzt muss, oh Gott, hier schaut's. Habe ich schon mal erwähnt, dass es hier immer noch ausschaut? Hier sind sie. Warm und einladend mit Zimt und Gewürzen, sage ich doch. Oh. So. Dann hatte ich aus unserer Brustkrebskollektion habe ich leer gemacht. Ja, also es passiert mo momentan öfters, dass mir einfach was aus der Hand fällt. Der Turn Up the Pink. Also, man hat die Gardenien gerochen. Entschuldigung. Man hat die Gardenien gerochen. Man hat auch das Zitrus gerochen, aber was mich ein bisschen gestört hat, also das waren maximal, also meine Lampen gleich vorneweg laufen nicht alle 24/7,
Aber halt jetzt gerade zur Weihnachtszeit, ne? Also, ne? Aber meistens 24/7. Und also man hat ihn wirklich nur 2 Tage wahrgenommen. Also fand ich echt ein bisschen schade. Aber naja, gut, so soll es sein. Also so soll es nicht sein, aber ja gut, ist halt so. So wollte ich sagen. So, als nächstes hatte ich den aus der Senspiration Kollektion, den Christmas Cottage Cider. Also der hat ein bisschen was, muss ich sagen, der erinnert mich ein bisschen an den Christmas Cottage. Also der Grundding ist ja Christmas Cottage, aber der kommt eigentlich schon relativ nah ans Original ran, sage ich jetzt mal. Außer dass in dem jetzt weniger Zimt drin ist, sondern mehr Gewürze. Also. Der Christmas Cottage ist halt von Haus aus so ein richtig geiler Orangen-Zimtduft. Und bei dem kommt, finde ich, ein bisschen mehr die Orange raus, wie beim Original. Deswegen, ja, fand ich ihn auch jetzt nicht wirklich schlecht. Er war so, also die ersten 2 Tage hat er richtig rausgehauen und dann ist er aber leider Gottes auch immer schwächer geworden, fand ich. Also, ob es jetzt an meinem schwindenden Riechorgan gehangen hat oder am Duft, da streiten sich jetzt die Geister drüber, ne? Aber so ist das. Sorgen Sie mit Glühwein, Gewürzen, Zimtstange und erfrischender spanischer Orange für ein gemütliches Ambiente. So. Ja, was soll ich sagen? Ihr wisst's. Der Sven. Der Sven, der Sven, der Sven. Oh. Also ich glaube, den rieche ich auch, wenn ich richtig krank bin. Also der ist echt so. Also ich finde den wirklich ja so beruhigend auf mich. Ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen. Also der ist auf mich wirklich so schön runterkommend und beruhigend. Und es ist so ein richtig schöner Naturduft. Und beruhigend durch den Salbei. Und durch diese Wildblumenmischung. Also das ist. Also wirklich, das ist so eine geile Kombi. Und ich verstehe es wirklich bis heute nicht, warum ich den am Anfang, wo der beim ersten Mal nicht rauskam, warum der beim ersten Mal rauskam, warum ich den nicht leiden konnte. Naja, aber kommt alles zu seiner Zeit. Wagen Sie sich gestärkt von unerschütterlichen Da war es wieder. Von unerschütterlicher Loyalität auf eine Reise in den Wald, umgeben von Duft von Wildblumen und Salbei. Ah, leer. Dann, nee, den, oh Gott, den hatte ich gar nicht drin. Den wollte ich reintun, aber dann hatte ich keine Lampen mehr. Okay. Aber genau, ich hatte da nämlich mich für den Wish entschieden. Magic in every wish. Boah. Also der ist wirklich ein Zitronenduft, wie er im Buche steht. Jetzt muss ich mal schauen. Oh. Da, 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 da. Da, da, da. Oh. Ja, also der ist, also ich muss sagen, ich habe 3 Würfel in mein kleines Gästeklo reingeschmissen. Da habe ich ja die Glimmer and Glow stehen. Also fand ich perfekten Ort und auch von den Temperaturen, weil das ist ja
gefühlt Eishöhle 3.0. Aber der ist richtig schön zittrig, limettig, mit so einem Ticken Süße. Aber es kommt immer wieder der zittrische, die zittrischen Akzente durch. Und deswegen, also ich fand den im Klo richtig gut. Was haben wir? Mit leuchtender Zitrone, funkelnder Limette und süßem Vanillezucker werden all ihre Wünsche wahr. Und jetzt ist er leer. Ja, also, das war's von mir. Also der 15. ist vorbei. War ja die Deadline quasi dafür, dass man es noch garantiert vor Weihnachten kriegt, seine Sachen. Ich bin jetzt gespannt. Es ist auch wieder unsere Spendenlampe verfügbar, obwohl es geheißen hat, die kommt erst im Januar wieder. Habe ich natürlich auch noch spontan, habe ich mir die noch geholt, weil ich mir gedacht habe, boah, nee, also wenn die wieder weg ist, dann kriege ich einen Vogel und schaut die euch an. Ihr kriegt vier Glühbirnen dazu mitgeliefert. Also in die klaren, also die normalen, in Blau, Rot und Lila. Und wie geil schaut die aus? Also das ist jetzt wirklich mal eine Lampe, wo ich gesagt habe, sag ich, ey, die brauche ich. Und von jeder gespendeten Lampe, jeder gekauften Lampe spendet Sensi 11,75 €. Und das ist echt mal wieder eine Lampe, die ist echt schön, die macht ein schönes Licht. Ich habe die live schon gesehen, bei der Reunion in Berlin. Und da kommt die viel schöner rüber wie im Katalog. Finde ich echt schade. Und ja, die habe ich mir noch spontan gekauft. Dann. Ach ja, meine Clubbars, da habe ich ja nach dem Video gleich mit dem Support geschrieben. Und ich krieg wirklich alle sieben kaputten Bars ersetzt. Die kommen jetzt nächste Woche. Und ich konnte ich, wartet mal, war das jetzt wieder? Ja, eine Kollektion konnte ich wieder vorbestellen. Jetzt kann ich morgen eine Kollektion vorbestellen, aber ich glaube nicht, dass ich die noch vor Weihnachten kriege, weil wir haben den 18. dann. Und ja, wäre cool, wenn sie aus dem Lager rausgehen würde, weil die machen nämlich alle ab dem 22. bis zum 1. wohlverdienten Urlaub. Am 2.1. geht es dann wieder los. Also ich denke, alles, was laut Workstation dann gedruckt wurde, geht raus. Ja, gibt es noch irgendwas? Nee, außer dass ich jetzt eigentlich hier noch ein bisschen was machen musste. Ich muss jetzt den Duft des Monats muss ich gießen. Ja, ich sag, ich habe, aber ich mache schön Piano. Vielleicht lege ich mich jetzt auch erst noch ein bisschen hin. Und ja, dass ich ein bisschen mehr Energie habe. Ja, ansonsten versuche ich natürlich, ne, bis nächsten Freitag fit zu sein, dass wir wieder einen Freaky Friday machen können. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Däumchen da oder ein Abo oder beides. Ich freue mich immer riesig. Und wenn du noch keine Duftschnecke hast, auf der Suche nach einem bist, nach einer bist oder, oh Gott, Leute, dann schau in der Beschreibung nach, da steht meine Handynummer. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen dritten Advent. Der ist ja auch noch heute. In einer Woche ist Weihnachten.
Und ja, wir sind gespannt. Also, ich weiß nicht, ob ich, ja, gut, obwohl nächste Woche Vormittag, ja, ist ja nicht mehr so, dass ich jetzt kleine Kinder hier rumlaufen habe. Meine Kinder sind erwachsen. Also, von daher kann ich schon am Heiligabend mich dann schnell noch hersetzen und gucken, was habe ich in meine Lampen geschmissen. Und ja, dann habt eine schöne Woche. Und ich hoffe, bis Freitag zum Freaky Friday. Ansonsten, wenn es wieder irgendwelche super Neuigkeiten geben sollte, werdet ihr das natürlich auch hier gleich erfahren. Und ja, ich muss jetzt, glaube ich, echt mich ein bisschen hinlegen. Ich merke schon wieder, Energie ist wieder gleich null. Und ja, ich muss heute auf jeden Fall noch ein Päckchen fertig machen, weil das muss nach Österreich. Und da ist morgen Deadline. Und ich ärgere mich sonst wirklich des Todes, wenn ich das nicht fertig kriege. Und ja, für eine neue Kundin muss ich auch noch was fertig machen. Das muss auch noch vor Weihnachten, muss das bei ihr sein. Ja, also ich habe trotzdem noch einiges zu tun, aber ich muss mich trotzdem immer ein bisschen bremsen, dass ich langsam mache. Denn ich vergesse das immer ein bisschen gerne, dass ich krank bin, weil ich hasse es, krank zu sein. Das, wie schon gesagt, das hängt alles mit meiner Mom, mit meinem Dad und mit so viel Krankheiten und Dingen. Deswegen, ich weigere mich eigentlich immer strikt krank zu sein oder irgendwas zu haben. Deswegen, ja, muss ich mich das selber immer ein bisschen einbremsen. In diesem Sinne, meine Lieben, das war's jetzt, weil ich kriege jetzt gleich wieder einen Hustenanfall. Und wir sehen uns. Macht's gut.